Warum kann man in Zelda Ocarina of Time ausgerechnet mit der Stichattacke Bosse so schnell fertig machen? Tja, das hat damit zu tun, dass diese Attacke sich die Eigenschaft und Kraft der vorangegangenen Attacke quasi speichert. Nutzt du also zuerst die mächtige Sprungattacke, haben die nun folgenden Stichattacken dieselbe Stärke. Der eigentliche Clou dahinter? Du kannst Stichattacken wesentlich zügiger ausführen als Sprungattacken. Das hält kein Boss lange aus. Übrigens, schwingst du mal den Stahlhammer, hat der Stich nun ebenfalls dessen Eigenschaften, die dicksten Felsen zu zerbröseln. So, jetzt kannst du mitreden und musst dich nicht mehr fragen,